Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial/Power Query. Und zwar geht es heute um folgenden Sachverhalt. Es kam die Frage auf, wenn wir Dateien in Power Query zusammenfügen, also verschiedene Excel-Dateien, werden dann die Formeln mit übernommen? Und mein erster Gedanke war nein, aber meine Antwort war erstmal keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich müsste selbst mal ausprobieren, um es sicher sagen zu können. Und dann dachte ich mir, warum nicht einfach ein Video dazu zu erstellen und lass uns das gemeinsam mal ausprobieren und testen. Also, ich habe zwei Excel-Dateien. Das ist diese Test 2, die ich hier habe. Ja, die ist so aufgebaut, Vertriebler, Produkt und Umsatz. Und eine Besonderheit ist genau diese erste Zelle hier. Diese erste Zelle ist letztendlich eine Summe, das heißt eine Formel, die auf Basis von zwei anderen Zellen hier basiert. Also diese 3000. Die anderen sind alle statische Werte, wenn ihr da reinklickt. Und dasselbe ist dann für die zweite Datei, also das ist dann Test 1. Die ist genauso aufgebaut, das ist wichtig. Allerdings sind hier alle Werte statisch, weil ich brauche hier nur letztendlich eine Formel in irgendeiner Zelle, um zu schauen, ob das letztendlich übernommen wird oder nicht. Gut, damit habe ich zwei Tabellen und die möchte ich jetzt zusammenfügen. Und anstatt, dass ich das über Copy-Paste mache, mache ich das über Power Query. Weil es könnte ja sein, dass ich jetzt hier nicht nur zwei kleine Tabellen habe, sondern vielleicht 10, 20 oder sogar 100. So, das heißt, effizient wäre das Ganze dann über Power Query. Ich habe hier schon eine dritte Arbeitsmappe geöffnet und die ist aktuell komplett leer. Also da ist nichts drin. Und hier möchte ich die Daten zusammenfügen. Das heißt, ich kann hier über Daten entsprechend Daten abrufen. Und da gibt es aus Datei. Und unter aus Datei, warum auch immer es bei Datei eingeordnet ist, das bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es gibt eben hier die Option aus Ordner. Das heißt, ich kann hier aus Ordner auswählen und müsste dann eben zu meinem Ordnerpfad navigieren, aus dem ich die Dateien haben möchte. Das ist bei mir dieser Ordner hier. Also ich kann den direkt hier nehmen, STRG-C und direkt den Pfad hier reinkopieren. Ihr könnt auch einfach hier auf Durchsuchen klicken und entsprechend zu dem Ordner dann navigieren. Wenn ich jetzt auf OK klicke, dann wird der Power Query Editor sich öffnen, da ist er auch schon, und zeigt mir hier alle Dateien an. Wenn wir mal genauer hinschauen, dann sehen wir hier Beispiel, Test 1, Test 2, VBA und dann auch noch dieses Tilde-Zeichen mit dem Dollar-Symbol und so weiter. Diese beiden Dateien sind im Wesentlichen die gleichen wie dieses Test 1 und Test 2. Allerdings, die hier sind gerade geöffnet, deswegen werden die hier mit angezeigt. Uns interessieren in dem Fall nur Test 1 und Test 2. Das nur als Hinweis, falls ihr euch fragt, was das ist. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Daten transformieren gehen. Das mache ich deswegen, damit ich die anderen Daten noch vorher rausfiltern kann. Und könnte jetzt hier entsprechend schon mal filtern. Das könnte ich jetzt eben über eine Formel machen, hier oben entsprechend oder dynamisch, wie zum Beispiel der Name enthält und so weiter. Das geht ja alles, aber in dem Fall mache ich es mir einfach. Gehe einfach bei den Namen rein, nehme den Haken hier raus und wähle einfach Test 1 und Test 2 entsprechend aus. Klicke auf OK und habe jetzt hier meine Test 1 und Test 2. Ich sehe hier den Datentyp, also das sind Excel-Files. In dem Fall sehe ich dann auch hier, also Dateien, dann sehe ich auch hier die entsprechenden Datumswerte, wann wurden die bearbeitet und so weiter. Und auch Attribute und eben hier den Dateipfad. So, ich brauche das eigentlich alles nicht. Das heißt, ich nehme quasi immer auf diese, markiere das alles und entferne das, Spalt entfernen. Weil mich interessiert ja bloß der Inhalt der Datei. Das ist eben diese Binary-Datei. Wenn immer ihr Excel-Dateien habt, sind das Binary-Dateien. Früher musste man die selbst noch extrahieren über eine Formel. Mittlerweile geht das auch einfacher, indem man auf diese zwei Pfeile hier klickt, die Daten kombinieren. Dann wird Excel von sich aus schon eine Funktion für uns bauen und die entsprechend dann diese Dateien richtig entpackt, also diese Binary-Dateien, und den Inhalt letztendlich für uns aufbereitet. Das heißt, ihr müsst nur auf die zwei Pfeile jetzt klicken und dann warten wir kurz. Die Abfrage wird ausgewertet, wird jetzt die Funktion erstellt und wir haben jetzt hier eben eine Vorschau der Parameter. Wir haben hier Tabelle 1 und eben Tabelle 44. Das Tabelle 44 ist das Arbeitsblatt in der Excel-Datei. Ja, kann ich auch mal schnell zeigen. Also wenn ihr da reingeht in Test 1, dann seht ihr hier Tabelle 44 da unten. Und die Tabelle 1 selber ist dieser Bereich. Also den kann ich jetzt gerade nicht auswählen, der ist gesperrt wegen der Aufrufe in Power Query. Aber entsprechend, das ist einfach diese Tabelle hier. Ich gehe nochmal zurück. Und kann jetzt hier eben sagen, ich nehme die Tabelle 1. Dann habe ich auch hier schon eine schöne Vorschau, wie die Dateien aussehen. Sollte sich inzwischenzeitlich was ändern, kann ich hier draufklicken, um das Ganze zu aktualisieren. Und dann bin ich auch schon fertig. Das heißt, ich müsste jetzt hier nur auf OK klicken. OK. Und dann werden die Dateien hier entsprechend über diese Funktion ausgewertet und entsprechend dann auch zusammengefügt. Das sehen wir jetzt hier. Also wir haben jetzt hier zunächst mal unsere Game of Thrones Charaktere und dann entsprechend kommen die Big Bang Theory Charaktere, die ja vorher getrennt waren. Weil wir hatten ja zwei Excel-Dateien hier, also diese hier, die entsprechend hier für Big Bang steht, Sheldon Cooper und so weiter. Und die erste,
dann entsprechend, und das war diese hier, die entsprechend eben diese Charaktere enthält. Und den Tyrion Lannister natürlich. Okay, das heißt, das geht schon mal soweit. Soweit, so gut. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch in Excel reinladen. Also wir können jetzt den Namen noch ändern, können noch weitere Transformationen durchführen, wenn wir das tun wollen. Aber für uns reicht ja eigentlich jetzt erstmal dieser Fall. Wir sehen bei Sheldon Cooper, das ist ja die interessante Spalte dann für uns auch. In dem Fall, die Spalte ist diese hier, die Zeile ist das hier. Wir sehen hier 3000. Das ist ja genau diese Summe aus unserer Formel, die wir entsprechend, nochmal in die Datei zurück, hier eben entsprechend definiert haben. Also 2000 plus 1000 ergibt eben diese 3000. Das ist die Formel. Gut, und jetzt gehen wir nochmal hier rein und sagen, wir laden das Ganze mal. Also, drücken wir auf Schließen und Laden hier. Und dann müssen wir kurz warten. Und dann ist jetzt auch schon die Abfrage erstellt. Also, es ist ja eine sehr kleine Abfrage, deswegen geht das auch relativ schnell. Und jetzt sehen wir auch hier all unsere Daten. Und jetzt der große Trommelwirbel. Also, was ist beim Sheldon Cooper, bei der Xbox, bei den 3000? Wenn wir da reinklicken, sehen wir, das ist der Wert selber. Also, das heißt, die Formel hier wird nicht übernommen. Es werden wirklich nur die Werte übertragen. Ich persönlich war mir nicht ganz 100% sicher, ob das so ist, weil meistens, zumindest in der Vergangenheit, war es so, dass wenn ich das Feature genutzt habe, dann war es für mich eher interessant, dass ich zum Beispiel irgendwelche Finanzdaten zusammenbringe und die entsprechend in eine große Tabelle packe oder so etwas. Und da ging es weniger um die Formeln, sondern eher um den Inhalt. Und deswegen, wie gesagt, macht es, denke ich, Sinn, das Ganze nochmal in ein Video zu packen und auch selbst nochmal zu prüfen. So, ich hoffe, das war die Antwort und ja, hat jetzt vielen weitergeholfen oder eben auch vielleicht noch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!